Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Im Vorunboxing habe ich gesagt, ich werde es hier auch nochmal sagen. Ich habe es mir nämlich extra aufgeschrieben. Wir machen nämlich jetzt das Starter-Set von Devolo DLAN 1200 plus Wi-Fi AC Starter-Set. So, und zwar haben wir hier zweimal Gigabit LAN. Also die haben zweimal Gigabit LAN und das Positive, was wir noch haben, ist 1200. Ja? 1,2 Gigabit. Der nimmt nämlich jetzt, habe ich mir nämlich extra aufgeschrieben, weil ich es im Vorunboxing euch nicht sagen konnte. Früher wurde der Neutralleiter und die Phase genommen. Da wir drei Phasen im Haus haben, war dann immer von Raum zu Raum ein bisschen unterschiedlich. Und das Neue heißt MIMO, Multiple Input. Und der benutzt jetzt zusätzlich noch den Schutzschalter. Und da ich jetzt einen ja schon ausgepackt habe, extra mit weiser Voraussicht, kann ich euch das nochmal vorführen, bevor wir zum eigentlichen Unboxing gehen. Und zwar, das ist neutral und Phase. Und die haben sie beide vorher benutzt. Ja, und wurden dann immer hin und her schalten. Und jetzt benutzt er hier oben die Neutralleiter noch mit. Und dadurch wird eine höhere Datenrate gewährleistet. Ich bin mal sehr gespannt. So. Wir werden das jetzt hier erstmal auspacken. Weil dann kann ich, wenn das alles klappt, Leute, dann kann ich auch, sobald meine 50.000er jetzt in den nächsten Wochen freischalten wird, weil die sind da jetzt immer noch an der Testphase, die von Telekom. Och. So, jetzt aber. Weil die haben das jetzt schon alle angeklemmt und jetzt überprüfen sie noch, ob auch alles funktioniert, wie es funktionieren soll. Und dann bekomme ich meine 50.000er. So, ich werde mal das schnell wegpacken. Jetzt gucken wir uns mal das Starter-Set. Wie gesagt, ich packe erstmal wieder alles aus und dann gucken wir uns das Starter-Set an, was im Starter-Set enthalten ist. Das ist natürlich jetzt wesentlich größer, das Starter-Paket, als wenn man jetzt so ein einzelnes sich holt. Weil das einzelne bindet man ja im Netzwerk ganz normal ein. Das werden wir auch mal gucken, ob das alles funktioniert, wie es funktionieren soll. So ist das dann. Ah, okay. Okay. Bisschen kompliziert, um da unten ranzukommen, aber es klappt. Aber die meisten von euch wollen die Papiere ja nicht haben. Die wollen die Dinge einfach nur anschließen. Von daher, Jacke wie Hose. Und wir bekommen jetzt praktisch wieder so eine Karte dazu. Wir haben die Bedienungsanleitung. Die habe ich im vorigen Video zum Einzelnen schon mal euch erklärt und gezeigt. Ich werde sie hier auch nochmal machen und nur mal kurz drauf eingehen. So, dass ich halt hier positiv finde. Wir brauchen jetzt in der Bedienungsanleitung nicht suchen, wo ist Deutsch, wo ist Englisch, wo ist Französisch. Wir gehen Seite für Seite vor. Wir haben da ein schönes, großes Bild auf der einen Seite, dass man auch sieht, was die von einem wollen. Und hier auf der Seite in allen Sprachen, was wir machen sollen. Und dann kommen wir zur nächsten Seite, wie es weitergeht. Da haben wir wieder ein Bild und wieder in allen Sprachen. Also können wir da wirklich Seite für Seite vorgehen, ohne uns Sorgen machen zu müssen, dass wir irgendwas verpeilt haben. Achso, das sind die Konfigurationen. Okay, Devolo, Deutschland. Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit den gültigen Anforderungen. Ah, EMV und so. Ah, gut. Also hier haben sie extra nochmal so ein Zettel drin gemacht, dass sie wirklich nach den geltenden Anforderungen wegen Strom und allem drum dran vorgehen, finde ich gut.
Weil da müsst ihr echt aufpassen, wenn ihr Zeug aus China oder weiß ich wo holt, dass ihr wirklich so eine Servicekarte mit bei habt. Weil das ist schnell mal so was gebaut, die sind da ganz schnell. Und dann ist es für deutsche Netz vielleicht ja nicht ausgelastet und hat kein TÜV, kein ASU, nee, ASU ist ja Auto, kein TÜV oder kein GEC und wurde nicht nach den Strom, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Gesetz heißt, ich mach mal kurz so, weil da gibt es so ein Gesetz in Deutschland, dass jedes Gerät, was hier in Deutschland verkauft wird, was mit Strom zu tun hat, muss diesen Test bestehen, dass man weiß, das fackelt nicht ab oder ja, dass man weiß, was drin ist und dann ist dann halt auch so ein Wegschmeißmännchen drauf, da, so eine Tonne. So, seht ihr das? Da, seht ihr das? Diese Tonne meine ich. Und da kann man sich auch schlau machen. Das weiß ich nämlich von Ligavo, weil mit denen hatte ich ja schon öfters mal geredet, wegen der Billigkonkurrenz aus China, weil mich da ganz viele geschrieben, bei mir da ganz viele geschrieben haben, oh, das funktioniert nicht mehr nach dem zweiten Tag. Hab ich gesagt, ne, hätte da Ligavo geholt. Deutsche Produkte, hab da einen deutschen Ansprechpartner, einen deutschen Support. Das ist halt nun mal besser, wie die Volo. Die kommen auch aus Deutschland, steht hier auch Qualität made in Germany, steht auch da drauf, auf dem Karton. Also ihr habt immer hier auch in dem Serviceheft hier hinten, habt ihr Telefonnummern, wo ist in Deutschland? Hier ist Deutschland. Habt ihr Telefonnummern aus der ganzen Welt? Also und auch Deutschland ist mit bei, logischerweise. Und Inlandstarif. Und ihr habt hier auch eine E-Mail-Adresse, support@devolo.de. Also da erreicht ihr auch wirklich jemanden. Und das, was mir wichtig ist, wenn ich sowas mir hole oder benutzen will für mein Netzwerk, dann möchte ich auch sicher sein, dass wenn was schief geht, wenn was ist, dass ich einen Ansprechpartner habe und der mir sagt, pass mal auf, das und das ist schief gegangen oder pass mal auf, wir haben den und den Herstellerfehler gemacht, wir schicken dir neue Ding zu oder was weiß ich. Und da bin ich mit Qualität aus Deutschland immer sehr zufrieden. So, aber jetzt machen wir mal weiter mit dem Unboxing. Wir haben dann hier noch einen ganz normalen LAN-Kabel und dann haben wir zwei Geräte, die sich hier natürlich, wie ihr seht, optisch ein bisschen unterscheiden. Ja, da haben wir ein kleineres und ein größeres. Ich werde mal ranzoomen, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. So. Ich mache mal so. So seht ihr das ein Stück besser. So. Da haben wir hier so ein kleineres und ein größeres Gerät. Das größere hatte ich euch schon mal gezeigt, eben, wo wir das andere Unboxing von der Erweiterung gemacht haben. Ihr seht, diese gleichen sich wie Faust aufs Auge. Das sind ein und dasselbe Produkt. Bloß, dass das hier das Starter-Set ist, dass es aus Zweien besteht. Das ist praktisch das, was am Router hat nur einmal Internet, braucht ja auch nur einmal, da geht ja nur einmal Internet rein. Und hier können wir zweimal Internet abgreifen. Genau wie hier können wir auch zweimal Internet abgreifen und dann funktioniert das. Deswegen ist dieser Kasten auch ein Stück kleiner und diese beiden sind wirklich gleich, ja, weil das muss man ja, man muss die dann aufeinander eichen, dass dann praktisch von hier nicht nach hier geht, sondern von hier nach hier nach hier. Also praktisch von hier in dit und gleichzeitig dit. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, also von daher ist das schon eine super Möglichkeit. Wir werden das auch gleich mal komplett anschließen und ich werde auch gleich mit euch nicht nur das anschließen, ich werde mal gucken, ob ich das auch aufnehmen kann. Ich werde, die wollte ich eigentlich nur aufnehmen, ich werde aber das wahrscheinlich mal mitmachen mit euch, dass ihr das auch gucken könnt, wie ich das mache. Ich weiß, machen wir beides, machen wir alles, ja, weil der gerade am Laptop Updates noch zieht und so. Kriegen wir hin. Wir machen betet. So, dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war das Unboxing. Ich mache nochmal ein ganz kleines, kurzes Video zur Hardware, weil das Unboxing ja schon lange genug war. Und dann kommt der Hardware-Check. Dann werden wir das mal anschließen und gucken, ob wir das auch schnell angeschlossen kriegen und ja, ob alles reibungslos funktioniert. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.